Und jetzt die Nachrichten rund um Witchcraft. Heute im Studio Prof. SZ Lukas 16:07. Und damit so, hallo alle, willkommen zurück zu Witchcraft News. Ja, heute startet Create Live 4, natürlich. Und da sind jetzt viele neue Mods hinzugekommen. Auch sowie eine neue Sound Engine für, ja, bessere Atmosphäre. Und als kleine Besonderheit hat Josef angekündigt, dass es einen Create Live City Build Server geben wird. So als kleine Besonderheit. Details sind uns dahingehend nicht bekannt. Jo, falls ihr das Video schon nachts bevor guckt, sind Streams online. Falls noch nicht, dann hier die Info. Ab 12 Uhr gibt es Livestreams von den einzelnen Teilnehmern. Die Videos kommen schon früher. Und damit wär's das mit den News. Außer die eine Info, die hier noch ganz oben steht, dass das Create and Live Modpack schon zum Download bereitsteht. Ihr könnt es euch also über den CurseForge Launcher bereits herunterladen und selber dran mitspielen. Dann wär's das aber jetzt auch offiziell von uns. Lasst krachen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.